Okay, cool. So, und das ist das Farmschiff, genau. Okay, jetzt muss ich dann hier von hier abdocken. Bam. So. Und das sind die Erntestrahlen. Okay, wir fliegen da vorne zu den Planeten und ernten diesen Planeten. Wendiger als eine Jäger. Ja, Schattenmensch, dieser Seitenhieb ist mir nicht offensichtlich nicht erspart geblieben. Hallo, Lukas. Planeten einmal schießen. Also, unser Heimatplanet ist unverwundbar. Also, die Heimatbasis von Fraktionen ist unverwundbar. Was ist denn hier gestrandet? Der Sunstriker MK1 scheint hier offensichtlich gecrashed zu sein auf dem Planeten. Gehört der jemand? Sunstriker. So, ach, das stimmt, den haben wir ja vorhin gesehen. Okay, hier sind Bäume, schöne Bäume. So, wir ernten. Oh ja. Oh mein Gott, wie dieses Ding. Und unten kommt dieser kleine Strahl unten rechts, wie er dann nochmal einen zusätzlichen Loch reinfrisst. Ja, haben wir schon getestet. Der IVU hat tatsächlich sich quasi einen Creeper gebaut und hat den einfach in den Shop gejagt. Oh mein Gott, erntet das Ding schnell. Das ist ja ein Monster, eine Monster-Erntemaschine. Einfach alles wegernten hier. Ah, das ohne Salvage-Ding ist das Mutterschiff, um schneller zu fliegen, wenn angedockt. Das ist ja nice. Das ist ja eine coole Idee, General Buja. Also ich bringe das auch gleich direkt wieder zurück und dock auch wieder an. Laut Navi ist hier nichts. Einfach weiter rumfliegen, Funkur. Die Shops sind diese lilanen Waypoints, die auf einmal auftauchen auf der Karte. So, ich will mich hier mal schön durchfressen hier. Durch den Planeten. Da ist noch was schöne Mineralien. Schön für die Factory. Basalvos Idee. Ja, auf jeden Fall. Echt eine gute Idee. Der Salvo ist auch hier unser Heimatplaneten-Hausmeister. Eine Geschwindigkeit von 0,0 und so weiter. Okay. Verstehe ich nicht. Oh, jetzt ist hier. Jo, die hat mich durch den Planeten durchgefressen. So. Oh. Ich steck fest. Oh, Schattenmensch hat es genau gerade geschrieben, aber ich. Nee, ich bin rausgekommen. Schattenmensch. The Lion, 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Stats an, jojo. Hier, das ist der Planet von unten. Da habe ich mir gerade ein Loch reingefressen. Also, The Lion, ich bin gerade hier in dem Ernteschiff. Also, um hier was zu ernten. Zero Mix, hi. Ja, das ist wie gesagt ein Planet von uns. Planeten sind hier in dem Game Scheiben. Oh, hier hat offensichtlich jemand schon mal ein bisschen mehr an den Planeten rumgefressen. Okay, also wie gesagt, man kann hier auch so ein Stück rausbeißen aus so einem Planeten. Der Planetenkäfer, ganz genau. Zero Mix, herzlich willkommen. Okay, wir fliegen mal einfach mal zurück, würde ich sagen. Ne? Kann man hier auch Waypoints machen? 8 minus 3, 11. Ich muss mir das mal merken. 8, minus 3, 11. So. Macht man einfach so und dann hat man einen Waypoint, der blinkt so ein bisschen, das ist der obere hier. Die Erde ist also doch eine Scheibe. Ja, Zone. Da hast du recht. Okay, das ist der falsche Waypoint gewesen. Kurve. Jetzt Gas. Der Planetenfresser, ja. Auf jeden Fall. Hier, Lion, ich zeig dir mal ein paar coole Schiffe hier, die bei unserer Heimatbasis rumeideln und warten. Okay. So. Oh, da hat einer schon die Docking-Dinger noch weiter ausgebaut. Nice. Siegfried 97, herzlich willkommen. Gib Schubrakete. So, ich muss mal das Docking wieder auswählen hier. So, ich muss mal gucken, wo das Tr da ist das Trägerschiff ausgezeichnet. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt wieder da richtig rankriege. Das sieht gar nicht so bad aus, ne? Also hier ein bisschen vorwärts, ganz vorsichtig vorarbeiten.
So, hier ein bisschen runter, hier ein bisschen hoch, ein bisschen zur Seite. Was siehst du jetzt erst? Achso, deine Faction heißt schon die Planetenfresser. Und? Wo war denn das Docking-Ding? Ach, da hinten. Hier ist das Docking-Ding. Oh, das ist so... Oh, ich hab's gerammt. Oh nein! Es tut mir leid. Da, ich bin angedockt. So, angedockt. Und aussteigen. Das Trägerschiff hat so ein bisschen Breitseite jetzt, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Was haben wir hier denn? Den Jäger von Eiweiß. Schauen wir uns mal den Jäger von Eiweiß an, was der Eiweiß denn hier für Eiweißzeug getrieben hat. Andockring da unten im ganzen. Unter dem ganzen Planeten, ja. Das ist hier von unser Planet von unten. Der mittlerweile mutiert der einfach nur. Oh, hier sind ja noch mehr Schiffe. Mensch, ihr baut hier alle Schiffe. Hier Margo 2. Sieht aus wie eine Yacht. Mit Spoiler. Was ist das denn da? Eine Rakete? Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein Ding? Okay, ich glaube, wir haben den kleinen Piratenjäger gefunden. Nice. Ich schon auch das Ding in die Sonne. Nee, nee. Margo 2 ist das also. Zeig nochmal. Ach so. Ja, ja, warte mal. Warte mal, ich mach mich mal ein bisschen flinker kurz. Also. Nee, das ist die falsche. So, Energy Core. Und Antrieb. Antrieb. So. Jetzt bin ich hier ein bisschen flinker unterwegs. Hier! Yeah! Das, diese kleine Rakete hier. Ziemlich nice. Das Schiff kann angedockt werden hinten. Ja, das sieht auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt. Da sind diese Docking Positions. Sehr cool. Und das daneben ist weiter. Oh, hier ist ja noch eins. Margo. Das ist die erste Margo offensichtlich. Offensichtlich aber auch noch im Bau, ne? Ach, mit Salvage Laser auf jeden Fall auch. Ist sogar ein bisschen Licht drin. Sehr nice. Bisschen Show-Off hier, was so alles gebaut wird hier am Schiff. Auch ziemlich geil vom Stil her, dass da so diese Rippen dran sind an der Seite. Okay, das wird offensichtlich ein Salvage-Schiff. Und das kann auch kämpfen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Was haben wir hier hinten? Das ist die Daedalus. Daedalus von General Booyah. Das Ding sieht auch richtig hart aus mit den ganzen Wedges und sowas. Die sind so geil platziert, das sieht echt richtig rund aus, ne? Das hier so ein bisschen von der Mucke, das stimmt sogar hier. Pimp my ride hier. Bisschen Show-off von... Gleich hier. Ja, im Prinzip schon, Glammy. Wenn da keiner drin sitzt, kann man die ernten. Schon ziemlich, ziemlich, ziemlich nice. Die Daedalus. Was haben wir noch? Was haben wir noch im Angebot hier? Das haben wir gerade gesehen. Da sind wir gerade mit geflogen. Ach, hier. Was ist das denn? Die Into Bau. Satore, wo bist du denn? Dreh mich ja gerade. Hier ist noch. M-Century. Jäger, Eiweiß. Keine Ahnung, Satore, wo du dich rumtreibst. Bist du irgendwo nicht hier? Test 2, Station Linking. Rasteria, herzlich willkommen. Beste Schiffsmodell, ja. So, wen haben wir hier? Into Bow. Der besteht ja fast nur aus Antrieben. Ziemlich nice. Das ist hier der kleine Jäger von Eiweiß. Ach so, das sind seine Arme vorne, so wie Boxhandschuhe oder was? Das ist ja cool. Mit Kanonen vorne dran. Okay, hier ist natürlich das Schiff, sie alle zu knechten, ne? Das ist die Korgot. Kargot, so.
bin dagegen gecrasht. Yo, das Freedom Ship wurde vorhin noch erwähnt schon, ne? Gibt's auch feindliche Schiffe, die so groß sind? Im Moment noch nicht, aber das Geile ist, man kann hier selber die Piratenfraktion quasi sich Piratenschiffe craften. Im Prinzip, The Line gibt's hier auch PvP. Also, wir können hier jetzt in den Krieg ziehen mit einer anderen Fraktion. Und dann deren Schiffe kaputt schießen. Ja, genau. Also, genau. Also, im Moment, ich kündige, beziehungsweise der Kionier macht da gleich einen Thread in unserem Forum unter www.kupi.tv. Da im Forum hat sich so mittlerweile so ein bisschen die deutsche Starmate-Community versammelt bei uns. Und da könnt ihr auf jeden Fall dann mit dem Thread, wenn der Thread dann da ist, eure Piratenschiffe posten, eure Screenshots davon und dann stimmt die Community ab. Und ja, die Schiffe, grob 5. Ne? Kann sich natürlich noch ändern, aber ich sage jetzt einfach mal 5. 5 Schiffe davon werden dann als Piratenschiffe hinzugefügt. Ja, sehr gut, Kionil. Okay, das Schiff hier, die Dreadnought, die ist auf jeden Fall hart. Muss ich fragen, ja, die Schiffe sofort finden, mit einem Command. Ja, das kann Eisen kann das auch. Das sind ja halt so Monstertürme, ne? Achso, Fraktionen kann man hier quasi selber gründen, Lion. Hier, N, Fraktion, Faction Hub. Das ist wie quasi in-game einen Clan oder eine Gilde gründen. Und dann kann man hier, ja, das ist hier die Beziehung zu dem. Hier, Hammer Time zum Beispiel neutral. Das hier, Kupi TV Team ist meine eigene. Und Neko Corp ist Enemy. Das heißt, alle, die zu Neko Corp Faction gehören, erscheinen rot bei mir. Und die kann ich angreifen und die können mich angreifen und so weiter. Ja, und da kann man halt die wildesten Kriege führen, sag ich mal, ne? Kannst du quasi Leute einladen bei uns in der Fraktion. Sind hier jetzt schon ein paar Leute drin. Auch wenn das nicht scrollt, das Fenster hier. Aber da sind schon ein paar Leute drin. Jojo, der Neko hat auch einen Stream, richtig. Den erreicht ihr unter twitch.tv/NekoSteamBoy. Oder noch besser, ihr geht auf kupi.tv, auf www.kupi.tv. Und ganz unten im Footer unter Partner seht ihr einen Link zu NekoSteamBoys Stream-Kanal. Genau, meistens erst gegen 21:30 Uhr. Das stimmt. Bei mir ist auch gleich Feierabend für heute. Ist so eine Welt unendlich. Also der Entwickler hat mal gesagt, man braucht irgendwie 10.000 Jahre, um von einem Ende zum nächsten zu fliegen. Also die wird zufallsgeneriert, komplett. Mit allen Planeten drin, mit verlassenen Raumstationen drin, die man sich zu eigen machen kann oder abernten kann oder so. Genau, Kionil hat den Link gerade gepostet. Genau, da könnt ihr dann... ich denke mal, ab 21:30 Uhr heute legt er dann los und da könnt ihr weiter gucken. Dann seht ihr mal, also das sind auch Künstler, sag ich mal. Apropos Künstler. Der Ivy Design, der unglaubliche Designer unserer Webseite, hat hier auch eine Station gebaut. Passt mal auf. Und zwar nennt er das die Fair Haven. Da muss ich mal kurz gucken, wo die ist. Hier gerade. Auf jeden Fall im Startsektor hier. Ja, sehr gut. Achso, ja, Space Stations. Die Hummel ist hier gerade gespawnt. Das Gegnerschiff, die Hummel. Im Startsektor, das gibt's ja gar nicht. Hier, zeige ich euch mal, die Hummel. Jetzt fliegt die Hummel hier drin rum. Dieser schwere Jäger. Entschuldigung. Der ist schon gespawnt hier jetzt, den wir gerade gebaut haben. Flieg da mal hin jetzt, zu der Hummel. Eine einzelne Hummel ist hier gespawnt. Pirate Hummel. Jojo, schauen wir gleich mal. Famba, schauen wir gleich mal. Famba. Oh, hier. Da wird einer angegriffen. Der Pod Hunter. Von den Pod Pirates. Mr. Nice wird angegriffen. Von Fregatte Ulysses und Pirate Brocken. Pirate Brocken. Vom Pirate Brocken wird er unter Feuer genommen. Hier ist die Hummel. Sie kämpft.